Hallo, ich bin der Rolf. Wir sind in der Gemäldegalerie in einem der Kabinette, weil ich euch etwas ganz Besonderes zeigen möchte, das vielleicht nicht alle schon von euch bemerkt haben, was man auch leicht übersieht. Es sind recht kleine Bilder, aber es sind spannende Bilder, die viel von dem beinhalten, was ich eigentlich auch faszinierend finde. Ich mache ja immer wieder Führungen und ich habe gewisse Interessen und gewisse Themen, die mich besonders faszinieren und da gehört das zum Beispiel dazu. Es geht um dieses kleine Bild da oben rechts. Ja? Was haben wir? Wir haben eine Holztafel, die ist geschwind grundiert und dann haben wir eine ganze Reihe von Hunden. Und das ist etwas, wo man auf Anhieb sieht, ein fertiges Bild ist das nicht. Also ein Bild, das normalerweise so an der Wand hängt, als Wandschmuck unter Anführungszeichen, war das nicht gedacht, sondern das ist tatsächlich etwas, wo der Künstler was sammelt. Wo er Beobachtungen sammelt, wo er Dinge sieht, wo er Augenblicke sammelt, wo er Material sich erwirtschaftet, das er dann später bei fertigen, vollendeten Kunstwerken verwenden kann. Und das finde ich sehr spannend. Wir schauen in den künstlerischen Prozess hinein. Es ist sehr spontan alles miteinander. Ja? Wir sehen auch, die Hunde sind unterschiedlich groß, aus unterschiedlichen Blickwinkeln gezeigt, ja? Sind manchmal tatsächlich malerisch fertig ausformuliert. Manchmal ist es nur ganz skizzenhaft. Wenn wir ein bisschen genau schauen, dann sehen wir so spannende Details, wie zum Beispiel rechts unten im Eck ein Eber, der erlegt worden ist. Es handelt sich um Jagdhunde, verschiedene Rassen, was wir hier sehen. Ja? Und dieser Eber hat einen aufgerissenen Bauch und die Eingeweide quillen heraus. Also durchaus etwas, was nicht so angenehm ist. Ja? Wenn man sich das mal richtig vorstellt, hat der Künstler alles gesehen, kann er vielleicht brauchen, macht er eine Skizze. Ja? Oder links haben wir zum Beispiel einen schönen, eleganten Windhund, ja? Eine Hündin, eine trächtige Hündin, wo man das auch sehr wunderbar sieht, die Zitzen unten prall gefüllt. Ja? Also das ist wirklich gelebtes Leben, das ist Natur. Das ist etwas, was mich auch generell fasziniert bei Führungen, die ich hier im Haus mache. Vielleicht kann ich ja die eine oder andere dann auch mal mit euch machen. Das Verhältnis von Mensch und Natur. Und das ist ja wirklich ein ganz zentrales Thema in unserer heutigen Zeit. Und da finden wir in der Geschichte, in der Kunstgeschichte sehr, sehr viel. Was mich auch fasziniert, ja, gerade in einem Haus, wenn man sich so das Kunsthistorische Museum als Institution vor Augen führt, hat man immer das Prächtige vor sich, das Imperiale, das Vollendete. Ja. Mich interessiert gerade sowas hier, das Unvollendete, das Randständige, was an den Rändern passiert und nicht im klassischen Mainstream, wo eh allen alles klar ist, sondern das, was passiert dort, wo nicht so viel Licht hinfällt, ja, wo man dann plötzlich einmal auch Dinge bemerkt und sieht, die spannend sind und die sehr, sehr viel auch mit dem zu tun haben, was uns bis heute beschäftigt. Ja, also das Gestern mit dem Heute in Verbindung zu bringen, da haben wir hier in einem solchen Haus, das randvoll gefüllt ist mit Kunst, unglaublich viel Stoff, wo wir drüber nachdenken können. Ja, das fasziniert mich. Vielleicht habt ihr ja mitbekommen, ich bespiele auch den Facebook-Account der jungen Freunde immer wieder mal mit diversen Beobachtungen, wo es mir gerade auch um solche Dinge geht. Also was findet man in diesem Haus, wo man sich unwillkürlich erinnert fühlt an heutige Fragestellungen und sagt uns das was? Können wir da was lernen? Bringt uns das was? Ich würde sagen, ja, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man entdecken kann. Die Kunst ist ja ein unendliches Abenteuer. Und wenn wir dann ab und zu mal gemeinsam auf eine solche Safari gehen, hier in diesem Haus und schauen, was uns da so begegnet und was uns da so zustößt, würde mich das sehr freuen.